So, da bin ich wieder. Ja, nachdem ich mit dem einen Bild fertig bin, habe ich noch einen von meinen Cups übrig. Einen Flipcup, den wir ja bei dem anderen Bild gemacht hatten. Und da war aber so viel Farbe drauf. Ich habe jetzt meine Leinwand schon mal vorbereitet, eine etwas kleinere. Und diesmal habe ich etwas weniger Weiß drauf und habe das auch schön gestretcht. Das Ganze werden wir jetzt noch mal von den ganzen Luftbläschen befreien. Und schön dünn aufgetragen, damit mir das nicht nochmal passiert, dass die Weiß die ganze Farbe frisst, weil das ist nämlich in dem anderen Bild passiert. Und dann trage ich ein bisschen auf als Basis. Ja, und dann schauen wir doch mal, was da rauskommt. Oh, das war doch wirklich gelungen. Was ist da drin? Irgendein Mist gewesen. Machen wir weg. So, dem geben wir jetzt Zeit und lassen den schön nach unten laufen. Luftblasen machen wir weg. Kann man noch irgendwas sehen? Die geben uns schöne Flecke. Ja, und dann gucken wir mal, was passiert. Ich heb den mal vorsichtig an. Lass schon mal ein bisschen rauskommen. Oh, das sieht doch ganz schön aus. So, dann schauen wir doch mal, das ein bisschen laufen lassen können. Ah, das sieht ganz gut aus. Ein paar Luftblasen, die da drin sind, machen wir weg. So. Dann entwickelt sich das Ganze auch schon. Ein bisschen hier hin. So, Leute, ihr seht, es ist fertig. Zumindest für mich. Ich finde es ganz gut. Ich habe momentan unheimliche Lust auf so Fantasiewesen. Keine Ahnung wieso, aber ich finde es gerade richtig toll. Und das einzig Blöde ist, dass die Weiß eine große Farbe von Bösner ist und die etwas günstiger ist wie die von Amsterdam. Und ich habe gedacht, ich könnte mal ein bisschen sparen. Aber leider ist das nicht der Fall. Es ist wirklich schade. Aber hier sieht man es ganz gut, ne? Dass die Weiß sich so ein bisschen zersetzt, da zwischendrin und die anderen Farben auch so ein bisschen diesig macht. Es ist leider nicht so klar und ja, das hat nicht immer was mit der Konsistenz zu tun. Das ist einfach die Farbe, die dann nicht so perfekt ist wie die Amsterdam-Farben. Die kann ich einfach wirklich empfehlen.